Ich begrüße euch zu einem neuen Destiny-Video auf meinem Kanal. Ist ja schon ein bisschen länger her, dass ich ein Destiny-Video gemacht habe. Bevor wir beginnen, ein paar kleine Informationen. Geht jetzt erstmal nicht um Destiny. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, eine Annotation einfügen, damit ihr das einfach überspringen könnt, wenn euch das nicht interessiert. Und zwar ist die Order ja noch nicht komplett hochgeladen. Ich habe es zwar schon vor langer Zeit komplett aufgenommen, das Problem ist, meine Elgato spackt ein bisschen rum in letzter Zeit und das wurde nicht wirklich richtig aufgenommen. Das heißt, ich muss gucken, wie ich das Material so retten kann, damit ich das Ganze noch hochladen kann. Sprich, ich muss das erstmal wieder alles richtig synchronisieren, weil der Ton nicht richtig aufgenommen wurde mit dem Gameplay, das heißt, es ist dort asynchron, mein Commentary dazu wurde auch nicht richtig aufgenommen und das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, das alles so zu schneiden, damit es wieder passt. Deswegen habt ihr noch ein bisschen Geduld, The Order wird auf jeden Fall noch fertig hochgeladen. Assassin's Creed Chronicles kam jetzt auch schon länger nicht mehr, das liegt daran, ich habe es noch nicht weiter aufgenommen, weil ich in letzter Zeit nicht so viel Lust habe zu zocken, deswegen ging es jetzt damit auch nicht weiter. Ich möchte mich aber nicht dazu zwingen, das jetzt unbedingt aufzunehmen, weil es soll mir ja auch Spaß machen. Und wenn es mir keinen Spaß macht, macht euch das Zugucken nämlich genauso wenig Spaß. Deswegen habt da bitte ein bisschen Geduld und ein bisschen Verständnis dafür. Destiny habe ich jetzt, ich glaube, schon 1,5 Monate nicht mehr gespielt, weil, ja, da war so ein bisschen die Luft raus, weil man hat schon... Ja, ich habe sehr, sehr viel schon gemacht und da hatte ich deswegen nicht so viel Lust drauf in letzter Zeit. Aber jetzt, Haus der Wölfe ist gestern erschienen, es ist heute der 20.05. Leider war ich auf Arbeit, als es freigeschalten worden ist, deswegen konnte ich es mir noch nicht runterladen. Aber jetzt kann es losgehen und wir gucken uns jetzt natürlich Haus der Wölfe an. Ich werde meinen Jäger auswählen als Charakter. Und ja, jetzt muss ich mich natürlich erstmal wieder ein bisschen einspielen in Destiny. Ich hoffe mal, das wird funktionieren, ohne dass ich 5-mal sterben werde. Das Haus der Wölfe. Die Königin hat das Riff geöffnet. Das Haus der Wölfe hat die Königin betrogen. Hilf Petra Venit und dem Riff dabei, den gefürchteten Anführer der Wölfe, Skolas, zu jagen. Okay, wo muss ich jetzt hin? Zum Riff. Wow, okay, das sieht anders aus. Das finde ich schon mal sehr, sehr cool, dass das jetzt so ein bisschen aufgemodelt worden ist. Okay, vestianischer Außenposten. Schließe dich mit der Königinwache zusammen und jage ihre Feinde. Dann machen wir das doch mal. Ich schätze mal, es wird eine Cutscene geben. Wissen tue ich es nicht, ich habe mich überhaupt nicht spoilern lassen. Gucken wir mal. Die Hüter sind im Licht stärker geworden. Das Herz des Schwarzen Gartens zu zerstören war beeindruckend. Und einen Scharprinzen herauszufordern, wirklich mutig. Doch nun lädt die Königin sie ein, an der Seite der Erwachten zu kämpfen? Hüter könnten bei der Bekämpfung dieser verräterischen gefallenen Wölfe helfen. Sendet diese Nachricht auf allen offenen Kanälen. Achtung, Hüter! Hier Petra Venge von der Königlichen Garde der Erwachten. Es laufen mehrere Beutezüge auf Schlüsselziele der Gefallenen. Das Riff steht euch nun offen.
Viel Glück bei der Jagd. Okay, in sozusagen anderer Turm. Finde ich cool. Gut, die Cutscene jetzt höchstpersönlich fand ich jetzt nicht so umwerfend spektakulär, aber jetzt auch nicht unbedingt mega schlecht. Okay, das sieht echt nice aus. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht... Was hat denn der da hinten? Dass ich doch nicht beim Eisenbahner mitgemacht du habe, letzten Monat. Weil dann wäre ich nämlich auf Level 32 jetzt schon gewesen, weil ich nur noch den Armschutz gebraucht hätte. Ja, aber so geht's natürlich auch. Oh, einen Rüstungskern brauche ich dafür. Okay, ich meine, jetzt mit der Erweiterung sollte man ja, glaube ich, sowieso über Level 32 hinauskommen. Gibt's auch ein paar Schiffchen. Was ist das denn? Rüstungsshader. Zeichen der Identität. Gute, cool. Man muss sich ja ein bisschen... Diebstahl. Ein bisschen umgucken hier. Ist ja alles neu. Find's nicht schlecht gemacht. Okay. So, zu dir muss ich, glaube ich, oder? Genau. Zorn der Königin. Okay, schieß los. Willkommen im vestianischen Außenposten, Hüter. Du und ich werden zusammen ein paar Wölfe jagen. Sieh dich etwas um. Du wirst hier interessante Verbündete finden. Wieso sollen wir Wölfe jagen? Wer will nicht meine Familie jagen? Mach dich mit deinen Verbündeten im Riff bekannt. Der Außenposten befindet sich am Rande des vestianischen Netzes, dem Herzen des Riffs. Erscheint die Königin, möchte die Hüter in ihrer Nähe wissen, aber auch nicht zu nah. Belohnung für die Suche, Zorn der Königin, plus 50, Erfahrung plus 1000. Okay, annehmen. Wir alle wollen das Gleiche. Dem Haus der Wölfe ein Ende bereiten. Und jetzt haben wir hier Mission... oh Gott, ich habe gar nicht nachgeguckt, ob ich noch Missionen habe. Soll ich das jetzt einfach mal alles mitnehmen? Moment. Auf Wiedersehen, Hüter. Ja, bye bye. Lösch einfach. Lösch einfach. So, jetzt habe ich Platz für 4. Das hat sich aber auch leicht verändert, oder? Hier, dieser... Das Viereck links daneben ist irgendwie neu. Komm, die behalte ich jetzt, nehme ich noch 4 andere mit, guck mal. Was sagst du da? Was? Ich habe gerade gar nichts gesagt. Ich nehme das noch mit. Vorsichtig. Und das noch mit. Skolas Abschaum, das noch mit. Wartet auf uns. Ja. Okay, reicht erstmal. Viel Glück. Jo, alles klar. So, und jetzt habe ich ganz viele andere Ausrufezeichen. Du. Was ist denn mit dir hier? Ach ja. Eine Belohnung fürs Nichtstun. Finde ich super. Alex. Okay, ein Kryptarch. Cool. Ich werde dir helfen, die Wölfe. Oh, 3 Lichtpartikel. Bleiben. Coole Sache. Du wirst Petra gute Dinge erzählen. Ja, ich werde Petra gute Dinge erzählen. Ist gut. So, was bist du? Osire Schüler. Oh. Passiermünze wird benutzt, um einzigartige Gegenstände von Osiris Schüler zu kaufen. Aha. Oh, nun erkenne ich, warum Osiris an dir interessiert ist. Verleiht Zutritt zu den Prüfungen von Osiris dieser Woche. 3er-Teams treten an, bis sie entweder 9 Matches gewinnen, 3 verlieren oder bis der Wettkampf für diese Woche endet. Ah ja, okay. Wow. Okay, das ist neu, was ich echt cool finde. Oh, das sieht auf dem Bild, sieht das nicht schlecht aus. Oh ja, ja, das hat Style. Das hat Style. Das hat... Aber, naja gut, aber die Werte sind, finde ich jetzt eher suboptimal. Naja. Sag mal hier, der Gesandte, ein Automatikgewehr. Automatikgewehre liebe ich. Okay. Gut, dieses
das Prüfungsticket werde ich mir jetzt erstmal nicht holen. Die Prüfungen werden auf dich warten. Okay. Alles klar, wer bist du? Ah, ich glaube, dahinter ist die Königin. Könnte ich mir jetzt vorstellen. So, ich habe jetzt irgendwas abgeschlossen. Der Zorn der Königin ist an deiner Seite. Die Jagd ist eröffnet. Fange die gefallenen Wölfe ab, die zur Venus geflohen sind, und lass sie sich an dem Ort sammelten. Und als sie sich an dem Ort sammelten, den die Erdgeborenen Dämmerbruch nennen, wurde den Wölfen die Erde verwehrt. Varix hat die Wölfe und ihren Kell bis zur Venus verfolgt. An die Arbeit. Zurück zu den Sternen. Alles klar, gut, dann habe ich jetzt hier erstmal nichts mehr zu tun. Dann auf zum Orbit, würde ich mal sagen. Also ich muss sagen, bisher gefällt mir das ganz gut, dass wir jetzt wirklich so teilweise sozusagen einen neuen Turm auch bekommen haben. Von den Rüstungsteilen, ich finde, es hat optisch echt Style. Von den Werten fand ich es jetzt nicht so Bombe. Schauen wir mal. Also gut, wir müssen jetzt auf die Venus und haben dann hier unsere erste neue Mission, das Haus der Wölfe. Ein Kell steigt auf. Halte das Haus der Wölfe auf Venus auf, bevor ihr Kell Skolas das Haus des Winters unter seine Kontrolle bringen kann. Ich habe heute schon wieder echte Probleme zu lesen. Wisst ihr was? Wir machen das jetzt auf normal, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Da hätte ich ganz gerne Gegner, die mir definitiv unterlegen sind. Und wahrscheinlich bei meinem Talent schaffe ich es trotzdem nicht zu sterben. Hüter, ich kann es nicht abwarten, mit dir zu arbeiten. Ist schon eine Weile her, seit ich im Einsatz war. Selbst wenn es nur an den Comps ist. Die Wölfe werden von Skolas angeführt, dem letzten ihrer Kells. Er will die Kontrolle über ein anderes Gefallenenhaus, das Haus des Winters. Er wird ihre Anführer aus dem Weg räumen und selbst den Befehl über ihre Truppen übernehmen. Mit deiner Hilfe werden wir ihn aufhalten. Dein Geist überträgt mir Telemetrie. Ich sehe, was er sieht. Warum machst du nicht eine kleine Spritztour mit einem der schweren Moskitogleiter? Jo, mach mal. Zur Grundausstattung dieser schweren Moskitogleiter gehören Minen. Habe aber keine Ahnung, wie man sie einsetzt. Ich hab grad Ich hab grad Orientierungsschwäche. Ich bekomme das Gebiet gerade, oder? Warte. Ah doch, okay, das Gebiet kenne ich. Alles klar. Doch, kenne ich. Ist jetzt nichts Neues hier. Das ist halt wieder andersrum. Hallo. Bye. Wow, Leute. Oh, shit. Ein Wolfläufer. Die Wölfe kontrollieren die Artillerie des Hauses des Winters. Schalte es aus, bevor sie es einsetzen können. Okay, den muss ich jetzt erstmal platt machen. Ey! Von hinten ist uncool, Mann. Ein Abgang. Ich hab gesagt, du sollst verschwinden. Eigentlich eine Raketen da benutzen. Ich weiß nicht, ich glaube, das geht schneller.
Aber wir machen es mal auf dem Mosquito hier. Schau mal. Erledigt. Letzte Woche habe ich noch Gerichtsnachrichten überliefert. Heute liefern wir Explosionen. Ich liebe den Außendienst. Ihnen nach, Hüter. So, schade, der hat nichts fallen lassen. Das Haus des Winters, die Teufel und die Könige, sie alle hassen Skolas. Sie glauben, dass er die Gefallenen am Dämmerbruch betrogen hat. Dein Geist entdeckt Spuren eines Stasisfeldes. Skolas befand sich jahrelang in einer Kammer. Könnte er sein? Oh mein Gott. Aber ich stesse ihn nicht mehr. Servitor sieht doch nicht aus. Ich mag das Design. Ach, ich habe gar keinen Raketenwerfer ausgerüstet. Okay. Seltsam. Sie sollten sich bekämpfen. Wenn das Haus des Winters sich bereits vor Skolas verbeugt. Skolas. Kell des Kells. Yo, Bro! Wo ist denn deine Schwachstelle? Am Kopf wahrscheinlich. Varix, Andy kommt mit dir. Was hat er gesagt? Ja, ja. In deiner Sprache sagte er, die Wölfe sind stark. Verbeuge dich vor dem Kell der Kells. Kell der Kells? Hat er sich selbst befördert? Eine Gefallenenlegende. Er sieht sich selbst als Prophet. Vielleicht. Oder er ist verrückt geworden. Okay, da kam gerade... Ach, das sind Minen hier. Wow. Zuschwerer. Okay, wir haben ein paar neue Sachen hier. Was ich sehr begrüße. Es ist wirklich... diese Abwechslung hat Destiny dringend gebraucht. Ich meine, ich fand das Spiel ja nie schlecht. Mir hat es immer Spaß gemacht. Aber mal wieder was Neues, das ist definitiv was ich begrüße. Ich meine, es ist jetzt nicht komplett neu und dieses Gebiet hier kennen wir auch schon in- und auswendig. Harte Licht ist nicht die beste Waffe. Oh, Bro! Oh, Scheiße! Das ist nur einer. Spur wird stärker.
Das ist der Kerl. Schalte ihn aus, Hüter. Oh, halt. Moment. Ja, stopp. Geht gleich los. Ich muss erstmal nachladen. Und er ist verschwunden. Das Skiff hat bereits den Orbit verlassen. Kein Problem, Hüter. Wir werden ihn schon fassen. Es sind immer noch viele Wölfe da drin. Am besten wirst du sie los. Oh, wow. Okay, ihr habt ein bisschen aufgerüstet, ne? Oh, Schuss, Mann. Beeindruckende Bewaffnung. Varix, was ist das? Versengungswaffe. Leistungsstark und in der Tat sehr selten. Darf ich die behalten? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich, du kommst die Stufe hier nicht hoch. Sicherlich. An dem bin ich schon so oft verreckt. Ah! Hui! Ah! Ah, Hilfe! Oh, Leute, hier ist ein bisschen viel los gerade. Alter Schwede. Ey, ey, ey. Puh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Komm her. Danke. Ah, shit. Das ist kurz. Stehen. Okay, ich muss definitiv die Waffe wechseln. Die Waffe wechseln. Wow.
erstmal hier. Pack mal das hier wieder aus. Okay. So. Ah ja, okay. Das ist so einer, alles klar. Wo ist der andere Captain jetzt? Scheiße. Für einen Augenblick empfing ich Wex-Energie überall in diesem Bereich. Großartige Arbeit. Ist gut, einen Hüter zu treffen, der meine Erwartungen übertrifft. Komm zurück ins Riff. Winter gehorcht nun Skolas und die Wölfe haben gerade erst angefangen. Okay, das wäre dann die erste Mission hier gewesen. Alles klar, mal gucken, was es als Belohnung gibt. Erstmal noch nichts. So, dann möchte ich jetzt erstmal aussortieren hier. Zurück zum Riff. Kümmere dich nicht um die. Gehen doch. So. Wir haben Skolas einmal gefunden. Wir können es wieder schaffen. Eine Pistole vestianischer Dynastie. Wir müssen nur sein nächstes Ziel identifizieren. Ich wette, ich weiß, wie wir anfangen können. Sammle gefallenen Schiffskommunikatoren von gefallenen Vandalen, gesuchten Vandalen sowie gefallenen Truhen auf Venus ein. Prinz Uldrin entdeckte unsichere Stellen im Netzwerk der Wölfe. Ein gewöhnlicher Vandalen-Schiffskommunikator kann dazu benutzt werden, Flottenbewegung zu verfolgen. Königlicher Amethyst? Abzeichenprämie. Dann mal los, Hüter. Ja, jetzt mach keinen Stress hier. Was ist das denn hier?
Hat irgendwie was Halo-mäßiges. Ein Riffspeer stellt sich Piraten und uralten Fallen. Er sucht jahrelang ein Depot, nur wegen der enthaltenen Waffen. Was ist das denn hier? Diese Waffe fügt Gefallenen geringen Bonusschaden zu. Kann die Fähigkeit von gefallenen Captains unterdrücken? Schnappschuss. Erhöht den Angriffswert dieser Waffe auf den höchstmöglichen Wert von Jahr 1. Okay. Okay, okay. So, halt, was habe ich hier unten noch gefunden? Achso, ich habe das Abzeichen hier bekommen. Okay. Und hier habe ich doch auch noch irgendwas eingesammelt, oder? Achso. Okay, das war jetzt nichts Neues. Schön, dann kann ich zu dir mal gehen. Zu deinen Diensten, nehme ich mal an. Ja. Interessante Wahl. Gib mir etwas Besonderes. Alles klar, gut. Dann haben wir unsere nächste Mission erhalten. Sammle gefallenen Schiffskommunikatoren von gefallenen Vandalen, gesuchten Vandalen sowie gefallenen Thron auf Venus ein. Und das sind gar nicht mal wenige, das sind 100. Und ja, ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Oder gleich, je nachdem, wie ich das schneiden werde. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch fürs Zusehen vom ersten Teil von Haus der Wölfe. Bisher finde ich das Ganze gar nicht mal so schlecht. Macht auf jeden Fall wieder richtig Laune, Destiny zu spielen. Wie gesagt, das Gebiet kannte man ja jetzt eigentlich schon. Man spielte es halt nur wieder rückwärts. Aber ich bin gespannt, was noch passieren wird, was noch so kommt. Bisher gefällt es mir gut. Und ja, wenn ihr mögt, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder von Destiny Haus der Wölfe. Bis dahin, ciao!